Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Nassauische Volkssage: Der dumme Teufel. Einst zog der Teufel in flotter Jägertracht durchs Land, und die rote Hahnenfeder wehte lustig an seinem Hut. So kam er in eine Waldschmiede, und der Schmied war ein Schalk. Er war bereit, dem Teufel seine Seele in die Hölle zu geben, wenn der riete, was er am anderen Morgen auf dem Amboss herstelle. Der Teufel war's zufrieden. Als nun der Frühstrahl in die Fenster fiel, hörte er den Schmied bereits in seiner Werkstatt rumoren. Wie er aber die Schmiedetür aufriss, stand der Alte am Amboss und hatte ein Stück Eisen in der Zange, das in zwei glühend rote Zinken gespalten war. »Was gibt's, Meister Höllenschmied?« fragte der Alte. »Nichts wäre leichter als das«, meinte der Teufel, und hätte am liebsten ausgerufen: »Gib mir schon deine Seele in die Hölle!« Er schnalzte förmlich vor Freude, dass die Probe so leicht ausgefallen war, und rief: »Eine Mistgabel!« »Nein, eine Erdhacke«, sagte spöttisch der Schmied und schlug die Zinken um. Da war der Teufel um eine Seele betrogen und entwich.